Hallo zusammen, es ist Dienstagmorgen, sehr früh. Hier kommt mal ein schnelles Update zu Nasdaq. Diese Bewegung, die wir hier haben, das sind 2250 Punkte in 11 Tagen. Die ist sogar noch schneller als das, was wir hatten Ende Oktober letzten Jahres. Und in ihrem Ausmaß schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. Ich habe sämtliche FIBO-Linien hier rausgenommen, die Retracements, die gelten alle für mich nicht mehr. So eine 20-Tage-Linie, das hatte ich immer mal irgendwie im Kopf, als wir hier unten waren. Aber das ist ähnlich wie beim DAX, was wir hier drüber gelegt haben. Das ist schon erstaunlich. Wir haben gestern sogar das Gap geschlossen vom 23.07. Für mich gibt es hier nicht allzu viel, deswegen ich gehe mal ganz kurz. Also wir sind nach wie vor positiv in der Technik, da gibt es aber nicht den Hauch eines Zweifels. Natürlich gelten wir als hoch, ein bisschen heiß gelaufen, aber nirgendwo das Zeichen von irgendeiner Schwäche. Ich will das mal ganz kurz nur im 4-Stunden-Chart zeigen, was da ist. Die Stochastik zum Beispiel gilt als überkauft seit 18.390. Gilt die komplett als überkauft. Das ist das, was ich immer sage. Wenn die hier oben ist, dann lasst sie hier oben sein. Das sind Signale, das sind Signale, das sind Signale, das auch. Aber solange der über 4 Stunden nicht irgendwie mal hier seinen Kopf neigt und hier drunter geht unter die 80, da denke ich noch nicht mal an Short. Das hat keinen Sinn. Ich bereite mich vor. Ich werde auch gleich euch dazu einen Schein nennen. Der ist allerdings nur für die Watchlist, damit man da nicht mehr, wenn es soweit ist, lange suchen muss. Ich gehe mal wieder zurück auf den Tag. Wie gesagt, sehr heiß gelaufen, keine Frage. Die 200-Tage-Linie hat gehalten. Aber er sieht in Ordnung aus. Ich habe eigentlich nur einen Punkt, wo ich was sagen kann. Ja, das Gap ist zu. Und zwar dieser hier. Bei 20.170, ich runde leicht. Das ist die Mutter der Abwärtsbewegung. Und wenn wir dann da dran gehen, wäre das nichts anderes als ein Back-to-Breakout. Das haben wir eigentlich mehr auf der unteren Seite, aber wieso auch nicht auf der oberen Seite. Dass das Band jetzt hier eine größere Rolle spielt, weiß ich nicht. 19.960, die 20.000 hat auch so ein, das ist so eine Magic Number, hat so einen gewissen Magnetismus. Man muss immer damit rechnen, nachdem diese Akzeleration hier doch schon echt extrem ist, dass der sich immer mal um 200, 400, vielleicht sogar 600 Punkte mal setzt, nochmal kurz zur 20-Tage-Linie läuft. Das ist möglich. Aber das sind auch schon 900 Punkte. Der Spread, auf den ich immer wieder verweise, zwischen DAX und Nasdaq, war runter bis auf 250. Und jetzt liegt die Nasdaq schon rund, was sind das, 1330 Punkte wieder vorne. Innerhalb von Tagen. Das ist schon sehr extrem. Ich handle momentan überhaupt keine amerikanischen Werte, weil ich habe hier so viel um die Ohren, ich komme fast gar nicht zum Handeln. Aber das muss ein Eldorado sein fürs Daytrading. Diese Linie, wie gesagt, hier, dieser Punkt, wo wir hier durchgegangen sind, das ist für mich der einzige, ja, greifbare Chartpunkt, würde ich mal sagen. Ich nenne auch keine Calls, ich kann keinen Call nennen, wenn ich hier schon 2250 Punkte habe. Dann, wie gesagt, muss jederzeit damit rechnen, dass er mal ein bisschen runterkommt. Und zur Vorbereitung habe ich hier nur diesen Put, das sind 21.004er, der liegt noch hinter dem All-Time High. Den setze ich mir jetzt auf die Watchlist. Aber erst wenn im 4-Stunden-Chart die Stochastik sich anschickt zu brechen oder bricht unter den 80er-Bereich, dann überlege ich erstmal drüber. Das heißt, das ist der einzige Put, den ich nenne. Ich nenne gar keine Calls. Ungewöhnlich, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber also da möchte ich jetzt nach diesen 2052, ich kann keinen Call mehr kaufen oder ich kann das Ding nicht mehr long gehen. Das wäre ein Long mit Angst, brauche ich nicht. Also im Prinzip sieht noch alles in Ordnung, Technik ist okay, in allen Bereichen, ja, Bänder sind okay, über 20 Tage Linie, ich darf nicht meckern. Heiß gelaufen war ich so gut wie gar nicht dabei, ich hatte einmal Super Micros, aber das war auch alles. Das war alles und die hatte ich auch nicht für die ganzen 200 Euro, die gestiegen sind. Beim besten Willen, ich glaube, da war ich mal 50 Punkte dabei, aber das war's. Also die Märkte laufen heiß, ja, aber dagegen zu halten, bin ich der Meinung, ist zu gefährlich. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.